Hallo da draußen, herzlich willkommen. Ich sitze hier wieder an meinem Tisch und mein Makroschlitten ist hier immer noch aufgebaut. Der hat nichts mit dieser Aufnahme, mit diesem Video zu tun. Nur das ewige Auf- und Abbauen, das ist sehr müßig. Vor allen Dingen, weil eben gerade auch viele Motive da sind, um ein schönes Makrobild zu machen. Deswegen lasse ich das stehen. Leute, die die letzten Videos geschaut haben, die wissen das. Ja, Objektivtest. Ich möchte mit euch einen ganz speziellen Objektivtest machen. Den kann jeder machen, wenn ihr mögt. Und ihr könnt einfach mal ausprobieren, wie gut sind eure Objektive. Vielleicht kommt ihr sogar auf den Geschmack und werdet im Sommer euch mal bei einem schönen Abend, also ein klarer Himmel, mondlos, mal dazu hinreißen lassen, ein schönes Bild von der Milchstraße zu machen. Das wäre sehr sinnvoll, weil sie ist eben im Sommer am schönsten, weil am größten, weil wir gucken genau auf das Zentrum der Milchstraße. Leider steht das Zentrum bei uns ziemlich weit im Süden. Von daher muss man auch zusehen, dass man einen möglichst dunklen Ort hat. Damit wir aber gute Bilder machen können, brauchen wir eben auch ein gutes Objektiv. Und ich kenne genug Leute, die sagen, hey, ich habe zum Beispiel für Canon meine L-Objektive, bei Nikon meine Top-Objektive, da brauche ich doch nichts zu testen, die sind doch super. Sind sie das? Nun, das solltet ihr mal testen, denn ihr werdet feststellen, dass auch diese Objektive nicht super sind. Ob ein Zeiss, Otis, also diese ganz teuren Zeiss-Objektive, Entschuldigung, mir ist es gerade in den Sinn gekommen, habe es vergessen nachzugoogeln, für 3.000, 4.000, 5.000 Euro, ob die wirklich optisch so gut sind, dass sie den Test super bestehen, weiß ich leider nicht. Müsste man echt mal Zeiss fragen, beziehungsweise ich müsste mal gucken, ob ich so ein Objektiv mal leihweise kriege, wenn ich nachts nochmal Sterne fotografiere. Lange Rede, kurzer Sinn, Sterne sind wirklich gnadenlos. In der Mitte ist jedes Objektiv scharf, aber zum Rand hin, da tauchen dann die Fehler auf, gerade wenn ihr mit Weitwinkelobjektiven arbeitet. Damit wir aber überhaupt so einen Test machen können, brauchen wir ein bisschen Wissen und den würde ich euch jetzt gerne noch vermitteln. Fangen wir mit dieser Aufnahme an, die ich euch gerade mal einblende. Das ist ein Dia, was ich vor 16, 17 Jahren gemacht habe in Spanien. Da waren wir im Winter auf einem Berg, wo verschiedene große Teleskope stehen. Wir konnten damals dort beobachten. Und hier seht ihr eine Langzeitbelichtung, wie man es sehr schön mit Film machen kann. Bei Digitalkameras ist es gar nicht so einfach übrigens. Hier ist, glaube ich, eine halbe oder dreiviertel Stunde belichtet worden. Ich habe es mir nicht gemerkt und auch nicht aufgeschrieben. Was ihr hier schön sehen könnt, ist, dadurch, dass es eine Weitwinkelaufnahme ist, dass irgendwo in der Mitte die Sternspuren gerade sind. Das liegt daran, oder mehr oder weniger gerade, weil wir am Himmelsäquator sind. Das ist im Grunde der Erdäquator an den Himmel projiziert. Und dort ist auch die größte Bewegung pro Sekunde natürlich festzustellen, wenn wir dort ein Bild machen. Das heißt, wenn ihr mehrere Minuten belichten wolltet, dann wäre jeder Stern eben zu einem Strich geworden. Genauer gesagt sieht man den Effekt sogar schon bei 35 mm und 5 Sekunden. Nur je nachdem, wie groß man eine Aufnahme dann an die Wand machen möchte, als Poster zum Beispiel, fällt es auf, im Web fällt es nicht auf. Da denkt jeder, die Aufnahme ist scharf. Aber in Wirklichkeit, die Erde dreht sich permanent. Damit wir jetzt aber einen Test machen können, brauchen wir einen Ort am Himmel, wo diese scheinbare Bewegung möglichst, nicht nur scheinbare, diese Bewegung der Sterne möglichst gering ist. Und es gibt zwei Orte davon auf der Erde bzw. am Himmel. Für uns in Europa auf der Nordhalbkugel natürlich der Polarstern, um den Polarstern rum. Und das ist die zweite Aufnahme. Ihr seht, der Polarstern hat sich hier auch ein bisschen bewegt, weil er nämlich nicht genau 100% im Norden steht, am Himmelsnordpol, wo die Drehachse der Erde hinzeigt, sondern ein bisschen nebendran. Deswegen macht er auch einen kleinen Bogen.
Hier weiß ich es übrigens, hier sind es 45 Minuten Belichtungszeit. Entschuldigung, meine Stimme haut gerade ab. Ja, und deswegen müsst ihr wissen, wo ist der Polarstern? Das kann man nachgoogeln. Wenn ich ein Video finde, blende ich es euch ein noch. Jetzt weiß ich das gar nicht. Wenn ich eine Webseite finde, ist es unten in der Videobeschreibung. Ansonsten Tante Google fragen. Viele, die ein bisschen in der Schule aufgepasst haben, sollten das vielleicht mal irgendwann in einem Buch gehabt haben, mit dem großen Wagen zusammen, fünfmal den hinteren Kasten verlängern, dann kommt man zum Polarstern. Ja, also, um den Polarstern fotografieren. Und genau dafür braucht ihr jetzt ein Stativ, eine Möglichkeit, eure Kamera erschütterungsfrei auszulösen. Ihr könnt auch einen Selbsttimer nehmen, aber ich finde, ein Kabelauslöser gehört in jede Fototasche, kann man immer mal gebrauchen. Ja, und dann müsst ihr eben eure Kamera auf den Polarstern ausrichten und dann kommt das nächste Problem. Wir müssen scharf stellen. Der Autofokus kann das nicht. Ihr müsst das wirklich manuell machen. Nehmt den Live View, stellt scharf, stellt zwei-, dreimal scharf, natürlich mit Offenblende. Und mit einer hohen ISO, damit ihr auch was seht. Wenn der Polarstern zu dunkel ist, dann sucht euch einen anderen hellen Stern. Natürlich werdet ihr dann sehen, wie der Stern sich bewegt, weil die Erde sich dreht. Und wenn ihr dann scharf habt, natürlich Autofokus ausschalten, wieder auf den Polarstern richten und jetzt könnt ihr anfangen, Testaufnahmen zu machen. Und um den Polarstern am Ende geht es gar nicht, sondern es geht um die Sterne, die ihr am Bildrand seht. Natürlich müsst ihr erstmal gucken, wie lang kann ich belichten, wie lang muss ich belichten, um eben solche Aufnahmen zu bekommen, dass man was sieht. Und ich zeige euch das dann alles gleich am Rechner. Und dann ist es auch einfacher, dann kann ich euch so ein paar Werte geben, die ich jetzt bei der Sony hatte, wo ich im Odenwald war, auf der Tromm, ist ein großer Bergrücken, im Dorf Tromm war ich sogar, habe mir, wie gesagt, eine Wiese gesucht und habe dort diese Aufnahmen gemacht. Und ja, diesen Fehler, den ihr dann seht bei meinen Objektiven, den gibt es auch bei neuen Objektiven. Ich blende euch mal noch einen Zeitrafferfilm ein, den ich mit meiner Canon 5D Mark II gemacht habe und mit dem 35mm Canon-Objektiv, nicht ganz mit Offenblende, ein bisschen abgeblendet, weil ich habe schon im Sucher gesehen, hey, da gibt es massive Fehler am Rand. Gut, das ist die 1er-Version von dem L-Objektiv gewesen, die ist nicht ganz so gut wie die neuere, aber auch die neue wird diese Fehler haben. Am Tag seht ihr diese Fehler im Grunde nicht. Aber ihr bemerkt sie, weil die Bildqualität zum Rand hin immer einen Tick abnimmt. Und das kommt eben bei Sternen dann richtig zur Geltung. Diese ja, Beugungserscheinung, Astigmatismus, ich weiß gar nicht, welcher Fehler dafür verantwortlich ist in den Objektiven. Und ja, wie gesagt, mehr am Rechner. So, jetzt weiter in Lightroom. Nur damit wir uns klar sehen, weil ich das jetzt einfach mal auch ausblende. 15 Sekunden habe ich belichtet bei ISO 800 mit meiner Sony 7R Mark II. So, weg damit. Die Brennweite und die verwendete Blende seht ihr hier drüben. Die habe ich als Stichwörter eingetragen, aber ich erzähle es euch auch immer. Nur falls jetzt jemand da direkt hinschaut, der kann dann eben jeweils sehen, was ich habe, auch wenn ich vielleicht mal vergesse. Also 20 mm Minolta MD 2,8, das habe ich mir selber damals neu gekauft in den 80er Jahren, hat über 1000 Mark gekostet, ich glaube 1100 Mark damals. Ja, und hier in der Mitte seht ihr es natürlich sehr klein. Das hier ist der kleine Bär oder der kleine Wagen, das ist der Kasten hier hinten, dann hier die Deichselsterne und der letzte, der da auch immer sehr einsam und verlassen steht, deswegen ein Hobbyastronom, der guckt an den Himmel und sagt, das ist er, das ist der Polarstern. Und knapp neben dem Polarstern, das habe ich euch vorhin in dem Bild gezeigt, da ist eben die Erdachse und deswegen kann man sich nach dem sehr gut orientieren. Okay, so, jetzt aber zu den Fehlern. Also, Offenblende 2,8. Wenn wir Sterne fotografieren, wollen wir natürlich möglichst in einer kurzen Belichtungszeit möglichst viele Sterne drauf haben.
Das Problem ist aber jetzt das hier. Diese Fehler, zum einen ein bisschen chromatische Aberration, zum anderen hier diese, ich sag jetzt mal, Vogelflügel. Jeder Effekt, jede Linse ist anders. Was ihr dann sehen werdet, das kann ich nicht euch vorhersagen. Da müsst ihr das, deswegen macht ihr ja auch den Test, ihr müsst das ausprobieren. Ja, also bei mir sieht das hier so aus. Ich gehe mal wieder raus und ich mache jetzt das nächste Bild, was ich gemacht habe. Und ich war da sehr grob. Ich bin gleich zwei Blenden runtergegangen, aber die ISO und die Belichtungszeit waren gleich auf 5,6. Und hier seht ihr schon, als erstes mal seht ihr, das ist kein Punkt mehr. Auch diese kleinen Sterne, da ist der Fehler nicht zu sehen. Das sind alles Striche. Das kommt schon von der Erddrehung. Das heißt, würde man das ausgleichen, hätte man punktförmige Sterne, aber mit dem Farbfehler. Ja, und in der Mitte, ja, da ist es sauber, aber es ist natürlich weniger zu sehen. Ein Objektiv, was recht günstig ist, ist das 28 mm von Minolta. Viele 28 mm gibt es sozusagen als Standardlinsen. Das gab es früher viel, das gibt es im Grunde heute noch. Wer sowas hat, der muss nicht unbedingt was Schlechtes haben. Also es gibt zwar hier einen kleinen Farbfehler, aber am Rande, ich gehe jetzt mal hier oben hin, das sieht gar nicht so schlimm aus. Und wenn man etwas abblendet, ja, dann bleibt hier nur noch die chromatische Aberration. Ansonsten könnt ihr sehen, ist das gar nicht mal so schlecht, diese 28er Linse. Ein teures Objektiv, 1,8er, 35 mm bei mir, ja, und in der Mitte, ja, das, da sehe ich schon einen Fehler. Und zwar, das Objektiv ist aus irgendeinem Grund bei mir nicht 100% scharf. Okay, ist ärgerlich, ist aber so. Viel schlimmer fällt das aber dann hier am Rand auf, dass hier auch die Sterne, auch die kleinen Sterne, man sieht, dass das ist nicht scharf. Manche sagen auch zu diesem Effekt, den man hier sieht, so Drachenflieger. Also da hängt der Drache, also der Drache ist der Bogen und hier unten hängt der Drachenflieger dran. Also das ist kein schönes Objektiv, habe ich festgestellt, obwohl es sehr viel Geld gekostet hat. Wenn man abblendet, habe ich leider, wie gesagt, den Fokusfehler. Da muss ich mich nochmal ja, ein bisschen besser ja, drum kümmern. Und deswegen gehe ich auch gleich weiter zu einem anderen Objektiv, was ich auch schon das ein oder andere Mal in einem Video gesehen habe, das 45 mm, komische Linse, aber eine sehr kleine Linse, Pancake-Objektiv könnte man sagen, in der Mitte, 2,0er Blende übrigens jetzt, ja, schöne Streuscheibe, am Rand wird das richtig grottig. Also ihr seht hier gleich, dieser Fehler, der ist massiv. Tagsüber ist das Objektiv okay, aber für nachts würde ich es nicht nehmen. Ein Objektiv, was ich sowieso immer dabei habe, wenn ich in die Richtung etwas brauche, das ist das 50 mm und jetzt 3,5. Und zwar ist das das Makroobjektiv von Minolta. Und wer ein Makroobjektiv hat, auch mit einer vielleicht schlechteren Blende, der sollte es ruhig mal testen. Und jetzt gehen wir als erstes mal an den Polarstern. Und was hier sehr, sehr auffällig ist, und ich weiß nicht, ob ihr es im Video sehen werdet, das sind die unterschiedlichen Sternfarben, die extrem gut bei diesem Objektiv rauskommen. Die Qualität ist echt super. Und jeder Hobbyastronom wird jetzt sagen, wow, das macht aber schöne Sterne. Und zwar, jeder Stern ist nicht gleich, sondern es gibt verschiedene Spektralklassen. Und hier, das zeigt besonders gut die Farben. Hat aber nur eine 3,5er Offenblende. Das ist eine halbe Blende schlechter als 2,8, aber es bringt schon etwas. Am Rand haben wir natürlich auch einen Fehler, aber es ist schön scharf, auf jeden Fall. Es ist eine sehr, sehr gute Linse. Ich habe das schon mal in einem Video erzählt. Blenden wir auf 5,6 ab, sieht die ganze Sache natürlich jetzt sehr dunkel aus. Drehen wir aber am Entwicklungsrädchen, dann können wir das Bild auch heller machen. Hier sehen wir natürlich ein bisschen die Blende bei 5,6. Die wirkt schon, aber die Sternfarben sind auf jeden Fall da. Hier am Rand, der Fehler ist fast weg.
Und die Sternfarben sind hier auch Striche, weil eben die Erde sich gedreht hat. Von daher Hut ab, das ist eine tolle Linse. Was haben wir noch? Ja, ein krasses Objektiv ist das, ist eigentlich auch meine lichtstärkste Linse mit 1,4, das 58 mm MC, eine sehr alte Linse. Also ihr seht ja schon, da gibt es gewisse Effekte, die mir nicht gefallen, und hier diese, ja, wie heißen denn diese Kleider bei Star Wars, also die von den Bösen, dieses sieht genau so aus. Keine Linse für die Nachthimmel, leider. Und auch nicht ganz so scharf. Abgeblendet wird die Sache schon etwas besser. Aber die Sterne sind nicht nur Striche, sondern sie sind auch extrem verbogen. Ja, und bei 5,6, da könnte man jetzt mit der Linse anfangen zu arbeiten. Aber 5,6 ist schon haarig, muss man ganz klar sagen. Okay. Ich möchte das Video nicht künstlich in die Länge ziehen, weil ihr habt jetzt ein paar dieser Fehler gesehen. Und ich zeige euch nochmal so den schönsten. Ich glaube hier bei 35, ne, wo haben wir denn einen? Ist ja auch egal. Ja, also ihr müsst einfach selber den Nachthimmel testen. Wenn ihr EXIF-Daten habt, dann wisst ihr natürlich auch immer, welche Blende ihr eingestellt habt. Habt ihr wie ich alte Objektive auch am Start, dann müsst ihr euch eben aufschreiben, welche Bilder ihr gemacht habt. Nehmt immer das gleiche, also von mir aus wirkliche Offenblende, dann von mir aus Blende 2, wenn die Objektive das hergeben, oder 1,8. Blende 2,8, das ist also wirklich eine Blende, die man wahrscheinlich bei den meisten Objektiven auch abblenden sollte, auch wenn sie mehr Lichtstärke haben. Blende 4 könnt ihr noch machen, Blende 5,6, und danach ist eh Schluss, weil ihr müsstet mit der ISO so hoch gehen oder so lange belichten, dass es nicht wirklich sinnvoll ist. Wenn ihr Stern-Strichspuraufnahmen machen würdet, also so wie diese Aufnahmen, die ich euch vorhin auf DIA gezeigt habe, da müsst ihr euch mal schlau machen, da gibt es gewisse fotografische Tricks, damit das funktioniert. Es ist, ich glaube, digital sehr schwierig. So weit kann man nicht abblenden. Dann sieht man nur noch die hellsten Sterne. Es ist also nicht sinnvoll, das vor allen Dingen mit einem Bild zu machen. Das macht man mit mehreren, das man nur so nebenbei. Ich würde sagen, geht raus, testet es. Wenn ihr Milchstraße fotografieren wollt, wenn ihr Zoom-Objektive habt, nehmt auch verschiedene Brennweiten. Vielleicht gibt es eine Brennweite in eurem Zoom-Objektiv, wo es am besten ist, wo die Fehler bei Offenblende am geringsten sind, und dann habt ihr auch dort die Möglichkeit, solche Bilder zu machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und tschüss.